Kampfband, sie schreiben mir die Namen rein. Anna, guck mal, ein Piratenschiff. Quatsch, Piraten gibt's gar nicht mehr. Doch, das ist ein Piratenschiff und dann gibt es auch Piraten. Die kommen jetzt an Land und klauen uns alles. Also wenn es 5 Masten sind, dann ist es unser Schiff, die Royal Clipper. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, es sind 4. Nein, 5, es ist die Royal Clipper, unser Schiff, kein Piratenschiff. Edge. Sieht toll doch, aus, hä? Ein Piratenschiff. Findest nicht? Ja. Ist es nicht. Doch, kennen Sie ja schon vom Prospekt. Könntet ihr ein bisschen leiser spielen? Hallo. Nein. Wir sind im Urlaub. Doch, nein, doch. Leg doch mal das Ding weg. Die Börse kennt keinen Urlaub, verstehe das doch, Charles. Wenn ich keine Miesen machen will, dann muss ich jetzt am Ball bleiben. Ball, gutes Stichwort. Los, hopp. Oh. Komm, spielst du jetzt mit uns? Au, ja. Also komm, gut. Spielst du mit uns? Dann los, die Damen. Hier, Achtung. Papi. Hier, Franzi. Mama. Ja. Ach, La Valletta. Die Festung St. Elmos. Und wenn ich zum 100. Mal in diesen Hafen einlaufe, das begeistert mich immer wieder. Das ist schon ein gigantischer Anblick. Für mich der schönste, den Malta zu bieten hat. Ja. Na, meine Kleine? Hey, wird doch schon. Wie fühlst du dich? Ja, voll super. Was denn sonst? Naja, außer alle Fingernägel gehen flöten, überall Muskelkater und geschwollene Knie vom Bäderschrubben. Du, ich hab mit Rostklopfen angefangen. Ach, das ist auch geil, was? Nee, aber ist schon okay, Papa. Ich hab's ja nicht anders gewollt. Genau. Aber du hängst gar nicht mehr am Handy. Mm-mm. Was ist denn mit deinem Musiker? Keine Ahnung. Ruft er nicht mehr täglich an? Keine stündlichen SMS? Nee, das ist aus. Vorbei, finito. Naja, und mein Handy hat eine neue Nummer. Na, dann ist der Kummer ja groß. Kummer? Quatsch, ich doch nicht. Naja, und wegen dem schon gar nicht. Mann, Stefanie, was soll denn das? Du sag mal. Ja? Bevor wir einchecken. Oh ja, da reicht die Zeit doch noch für einen Kaffee. Na klar. Komm, da drüben. 2 Coffee, please. And 1 Coca-Cola, please. Oh, das nervt aber. Entspann dich. Wir haben Urlaub. Nur weil ich Urlaub habe, muss mir so ein Krach noch lange nicht gefallen. Thank you. You're welcome. Hoffentlich Madam? Sind auf dem Schiff nicht so viele kleine Monster. Nicht alle Kinder sind Monster. Nein, aber nerven können sie trotzdem. Ja. Haben dich Anna und Franzi schon mal genervt? Gott! Oh. Mensch! Also. Oh. Excuse me. Excuse me, pardon. Excuse me, wie sehe ich denn jetzt aus? Wie eine Frau, die sich gerade Cola über den Rock gekippt hat. Da ist ja unser Hochzeitspaar. Na, habe ich zu viel versprochen? Die Königin der Meere. Ja, und wenn Flaute ist? Die Royal Clipper hat natürlich auch Motoren. Und sie wird deine Erwartungen übertreffen, das schwöre ich dir. Aufpassen! Sorry, ma'am. Hoffentlich ist das Personal an Bord nicht so blöd. Also, Marlene, dieser Kandidat ist ja nun leider schon fest vor Anker. Schade, aber der ist doch jetzt genau im richtigen Alter. Schon beeindruckend, diese Noblesse. Übrigens hatte ich schon die Gelegenheit, Karl von Hainburg kennenzulernen. Tatsächlich? Mhm. Als ich in Wien gearbeitet habe, im Grand Hotel. Aber ich hatte mein Herz schon vergeben. Sir Henry, die Liebe meines Lebens. Wir sollten sie anheuern als Extrabesegelung. Vielleicht will sie ja zum Pferderennen. Achtung, die Stute ist pissig. Psch, nicht so frech. Willkommen auf der Royal Clipper. Vorsicht, mein Name ist Klaus Berger. Ich bin der Kapitän an Bord. Hallo. Bitteschön. Herzlich willkommen. Und ich bin Marlene, eure Cruise-Direktorin. Das Personal wird immer impertinenter. Normalerweise duzen wir uns hier an Bord. Hallo. Ich hoffe, sie wir haben damit nur gute Erfahrungen gemacht. Sehr aufmerksam. Man lernt sich viel leichter kennen. Ja, bitte, wen soll ich denn hier kennenlernen?
Ich möchte vorschlagen, dass wir uns auf einen Kompromiss einigen. Karl, Susan und Sie. Einverstanden? Ja, ja, selbstverständlich. Kommen Sie, ich zeige Ihnen ein wenig das Schiff. Ja. Franzi, nicht so schnell! Peter! Hey! Hey. Ja, klar, und, perfektes was? Timing. Hallo. Hallo! Hallo! Komm, wir gehen. Hey! Hi! Und, alles Paletti? Komm! Na? Ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, ja, nicht erst. Was ist denn alles versaut? Mein weißes Kleid. Halt, 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 meine Damen! Hier an Bord gibt es zwei Regeln. Erstens, Rennen ist verboten. Zweitens, eine Hand fürs Leben und die andere immer fürs Schiff. Verstanden? Aye, aye, Captain. Na, ihr kennt euch ja schon richtig gut aus. Aber der Captain ist da hinten. Ich bin die Marlene. Und was machst du hier? Na, zum Beispiel passe ich auf, dass ihr jungen Damen nicht über Bord geht. Unsere Passagiere aus Hamburg nehme ich an. Ja, Kummerfeld und Rautenberg melden sich an Bord. Ist ja entzückend. Ihr scheint ja wirklich gut drauf zu sein. So ein Segelschiff war immer mein Traum. Ja, Carla, sind Sie nicht der Einzige? Kommen Sie, ich zeige Ihnen die Brücke, meinen Hauptarbeitsplatz. Gnädige Frau, kommen Sie. Was? Halt doch mal. Hey, stopp, 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 stopp. Halt, was ist los, hä? Mann, kann man euch keine 5 Minuten allein lassen? Leg dich ab. Die Frau soll auch froh sein, dass Anna sie von diesem hässlichen Teil da befreit hat. Pass auf, du entschuldigst dich nachher was, für deine Kinder. Was, ich? Ja, wer denn sonst? Und den Rest erledige ich die Haftpflicht. Marlene! Also, ich kümmere mich dann schon um das Flugobjekt. Ich zeige euch jetzt erstmal eure Kabinen. Hm? Ihr bleibt jetzt bei uns, klar? Ein turbulenter Empfang ist ein gutes Zeichen für eine ruhige Reise. Oh, für mich kann es ruhig so turbulent weitergehen. Bitte? Ah, Stefanie, das ging ja schnell. Übrigens, das ist meine Tochter. Sehr angenehm. Hallo. Sie macht hier ein seemännisches Praktikum. Erstes Rettungsmanöver, ein Hut. Ja. Na, ob das Gemüse wohl das Salzwasser verträgt? Jetzt ist Maria der Hut. Marlene meint, die Wäscherei wird ihn vielleicht wieder hinbekommen. Soll ich das für Sie veranlassen? Die Wäscherei? Ja. Wissen Sie was? Werfen Sie ihn weg. Gut. Tja, das tut mir leid. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Danke. Liebling. Mensch, das ist ja eine Ziege. Na, 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 na. Immer höflich bleiben. Der Gast hat immer recht. Aber ansonsten hast du das ganz prima gemacht, meine Tochter. Papa, warte mal. Ja? Bitte wind nicht gleich jedem auf die Nase, dass ich deine Tochter bin. Schämst du dich für deinen Vater? Papa, wirklich, ich mein's ernst. Ja, ist klar. Sonst noch was? Nee. Bis später, mein Schatz. Hey! Hallo, fahren Sie zufällig nach Rom? Du bist Bologna. Bologna? Super, nehmen Sie mich mit. Avanti, Signore! Familie Kummerfeld? Bitteschön. Danke. Familie Rautenberg? Schau mal. Bitte? Danke. Und hier wohnen Anna und Franzi. So. Na, hm? Gefällt's euch? Ja, super. Falls ihr noch Fragen oder Wünsche habt, unsere Stewards stehen euch Tag und Nacht zur Verfügung. Ist doch richtig, oder? Ihr hattet doch nebeneinander liegende Kabinen gewollt. Ja, klar, wir kennen das nicht anders. Wir wohnen zusammen in einem Doppelhaus. Sonja und Peter rechts und wir beide links. Ja, dann auf gute Nachbarschaft. Keine Sorge, wir haben uns noch nie gestritten. Glaubt zwar keiner, ist aber wirklich so. Wir kommen sogar mit einem Rasenmäher aus. So, gleich ist es soweit. Wir laufen aus zusammen. Komm mit an Deck. Hm? Ich krieg Kopf für so eine Migräne. Was denn? Soll ich Professor Habranek anrufen? Karl, ich hab dir doch gesagt, dass... Ja, ja, ich weiß, bei Migräne hilft gar nichts, schon gar kein Arzt, nur Ruhe. Ja, genau. Ruhe, Ruhe, aber ich kann dich nicht zu leiden sehen. Hm? Karl, ich leg mich jetzt hin. Ja. Wenn du wiederkommst, ist alles besser. Ja, das ist gut. Schön. Oh, ja, schon. Oh. Ja, also, schön. Gute Besserung, gell? Ja.
Alle Passagiere an Bord? Alle Passagiere an Bord. Schiff klar zum Auslaufen? Schiff klar zum Auslaufen, Captain. Pünktlich auf die Minute. Alle Leinen los. Die Kurse ziehen wieder an. Habe ich von Anfang an gewusst. An der Börse brauchst du einfach einen langen Atem. Sag mal, kannst du eigentlich auch mal abschalten? Das kann ich mir nicht leisten, Peter. Du hast leicht reden, du bist Lehrer. Du kriegst regelmäßig dein Gehalt aufs Konto. Ich muss um jeden Cent kämpfen. Ja, ja. Hast ein schweres Schicksal. Ja, okay, hast recht. Schluss damit. Aber nur für heute. Weißt du was? Das war eine absolute Spitzenidee. Was? War endlich mal wieder zusammen Urlaub zu machen. Schön wie immer. Na, habt ihr Anna und Franzi gesehen? Ja, die üben da hinten Knoten. Mit so Matrosen von der Besatzung. Ist das nicht herrlich hier? Tja. Also ich finde, die Luft hier ist ein bisschen trocken. Genau. Das ist das Stichwort. Happy Hour an der Bar. Los. Na komm. Klaus, hast du einen Moment für mich? Kleinen Augenblick. 130 Grad. Neuer Kurs 130. So, was gibt's? Ich würde dir gern was zeigen. Die beiden Familien aus Hamburg, die wohnen Gartenstraße 21 A und B in einem Doppelhaus. Ja, und? Ist das verboten? Na hör mal, man hängt sich Tag und Nacht auf der Pelle. Na, fährst du mit denen auch noch in Urlaub? Oh, ich sehe schon, du kannst mir nicht folgen. Nein, aber wirklich nicht, Marlene. Das machen die doch freiwillig. Mord und Totschlag wird es schon nicht geben. Männer. Wie geht's übrigens deiner Frau? Ja, wie soll's ihr schon gehen? Sie wartet sehnsüchtig auf den Tag X. Und du willst es wirklich tun? Ja, die Sache ist beschlossen, Marlene. Ich kehre der christlichen Seefahrt den Rücken und gehe für ein halbes Jahr in den Dschungel. Tja, es kann doch nicht angehen, dass immer nur die Frauen auf die Männer Rücksicht nehmen. Tja, das ist mein Schicksal. Alle Supermänner sind bereits vergeben. Naja, dir bleibt immerhin Sir Henry. Hey. Du wirst Sehnsucht haben nach dem Meer. Was, ich? Nee, niemals. Hast du nichts zu tun, Marlene? Alles klar zum Großsegel setzen. Ah, Kinder, endlich mal wieder Urlaub. Wenn man 365 Tage im Jahr arbeitet, kann man keinen Urlaub machen. Also letztes Jahr ist Franzi krank geworden, oder? Na, jetzt sind wir ja hier und alles wird gut. Ich geh mal nach den Kindern schauen. Kommst du mit? Gleich. Ich trinke nur noch einen vorher. Och, komm doch mit. Noch drei bitte und ein Bier. Komm nee, sofort. Danke. Für mich keins mehr. Kein Bier. Soll ich mitkommen? Ja, gerne. Du ziehst dich aber vom Essen schon noch um, ja? Wieso soll ich mich umziehen? Du kannst doch nicht so zum Dinner gehen. Wieso? Die Hose ist doch klasse, oder? Gibt's irgendwelche Einwände? Komm. Spreche ich bisher nicht gerade. Scheiße gebaut oder Liebeskummer? Beides. Jetzt hast du die rote Karte, hä? Kann man so sagen. Du unzuverlässiger, egoistischer Mistkerl. Schade um die Zeit, die ich mit dir verbracht habe. Ich will dich nie mehr sehen. Nie mehr dick unterstrichen. Du bist ein eingebildeter Affe, eine elende Großfresse. Du denkst, du kannst dir als Musiker alles erlauben. Wie kann man sich nur so in einem Menschen täuschen? Mein Vater hat ganz recht gehabt und so weiter. Ein ganz schön armer. Meinst du, ich habe noch eine Chance? Ich glaube, er liebt dich.
Erst gibt Streit und danach ist die Versöhnung umso schöner. Kannst mir glauben, ich weiß das aus Erfahrung. Marlene, warum sind Männer so... so... egoistisch, unzuverlässig, rechthaberisch, unsensibel, immer richtige Kotzbrocken? Manchmal jedenfalls. Immer. Was hat er denn so Schlimmes getan, dein Musiker? Musik. In seinem Club die ganze Nacht. Er hat mich dabei völlig vergessen. Wir konnten uns noch nicht mal voneinander verabschieden, bevor ich aufs Schiff musste. Das ist bitter. Da denkt man, man ist dem anderen nichts wert. Dabei liebe ich ihn doch. Dann gibt's nur eine Möglichkeit. Ruf ihn an. Niemals. Der Captain's Table wartet auf Sie. Oh, welche Ehre. Entschuldigen Sie, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht trivial, aber wir sind uns schon einmal begegnet. Ich bin mir ganz sicher, ich weiß nur nicht mehr genau, wo. In Wien, im Grand Hotel. Ich habe dort als PR-Managerin gearbeitet. Wusste ich's doch. Ich vergesse nie das Gesicht einer schönen Frau. Tja, was das Dinner betrifft, so fürchte ich, müssen Sie für meine Frau einspringen. Gern? Ja. Und Ihre Frau, will Sie wirklich nicht begleiten? Nein, sie leidet an furchtbarer Migräne. Soll ich im nächsten Hafen einen Arzt an Bord kommen lassen? Wir haben auch eine examinierte Krankenschwester hier. Die könnte sofort nach Ihrer Frau sehen. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Hier. Ja. Guten Abend. Ja, das ist ja nett. Guten Abend. Das ist Karl von Heinburg. Guten Abend. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, natürlich. Selbstredend. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Sehr. Wo bleiben denn die Kinder? Die wollen sich noch umziehen. Guten Abend. Guten Abend. Danke. Für Sie? Entschuldigung, aber das habe ich nicht bestellt. Danke. Wieso? Du nimmst doch meistens Hühnchen. Frag mich doch das nächste Mal, was ich essen möchte. Hm? Einen Moment bitte. Ja, bitte? Meine Frau hat sich anders entschieden. Bringen Sie ihr vielleicht noch mal die Karte. Nein, schon in Ordnung. Ich esse das. Also, dann auf einen schönen Urlaub. Hm. Hey, Kinder, in die Augen schauen. Das gibt 7 Jahre schlechten Sex. Ja, dann bliebe ja alles beim Alten. Oh, wie gemein. Geld oder Leben! Seid ihr denn wahnsinnig geworden? Ihr entschuldigt euch sofort bei Sonja. Komm, jetzt brüll ihr nicht so rum. Ach, deine Kinder benehmen sich hier wie die Vandalen und ich... Unsere Kinder. Jetzt hört doch auf. Es ist doch gar nichts passiert. Ich habe mich eher erschreckt. Zum Glück ist es nur Weißwein und nicht Cola. Nicht reinreiben. Hier, du musst Salz drauf tun. Wer hat euch eigentlich so rausgeputzt? Guten Abend. Ich bin Sven, der Chefanimateur. Das hier war meine Idee. Und dann wollten Anna und Franzi sich unbedingt in ihrem Kostüm zeigen. Sorry. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich meine, die beiden sehen noch echt gefährlich aus, oder? Kommt jetzt. Essen fassen. Oder spricht irgendwas dagegen? Nein, aber ihr benehmt euch. Ups. Wollt ihr auch kein Hähnchen? So, guten Appetit. Hm? Gleichfalls. Guten Appetit. Wer stört? Entschuldigen Sie, Ihr Mann hat mich gebeten, nach Ihnen zu sehen. Ich komme allein zurecht, vielen Dank. Ich bin hier an Bord durch die Krankenschwester. Er sagte, Sie hätten Migräne. Allerdings, das Einzige, was dagegen hilft, ist Ruhe. Absolute Ruhe. Das weiß mein Gatte. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Wiederschauen. Und? Wie geht's unserer Patientin? Die hat keine Migräne, die hat einen Dachschaden. Der Mann kann einem leid tun. Er hätte sie ja nicht heiraten müssen. So, ich gehe jetzt. Sie wollen schon gehen, wo es gerade so gemütlich wird? Wollen kann gar keine Rede sein. Liebe Jeannette, aber meine Gattin, Sie verstehen. Oh, natürlich. Verstehen wir voll. Nein, sie leidet an heftiger Migräne. Vielleicht kommt das von dieser ungewohnten frischen Seeluft. Oh, Migräne, das kenne ich leider gut. Na, ich auch. Das kommt vom Stress. Wieso hast du dann Migräne? Entschuldigen Sie. Wir wollten Sie nicht mit unseren Ehegeschichten langweilen. Nein, Sie langweilen mich gar nicht. Im Gegenteil, ich kann vielleicht von Ihnen was lernen.
Meine Frau und ich, wir sind auf Hochzeitsreise. Oh. Flitterwochen auf See. Wie romantisch. Ja, irgendwann erwischt es auch den letzten Heiratsmuffel. Also angenehme Ruhe. Gute Nacht. Gute Nacht. Eine schöne Nacht. Ja, die hat alles noch vor sich. Was willst du denn damit sagen? Die Ehe und so. Also wenn man dich so reden hört, dann denkt man immer, Ehe sei für dich was ganz Furchtbares. Peter, ich finde unsere Ehe nicht furchtbar, wenn du das meinst. Aber? Hey, Kinder, kommt. Krisen gibt's doch überall. Und sie machen auch stark, oder? Aber manchmal will man vielleicht nicht stark sein. Endlich haben wir es mal geschafft und sind in Rom. Wart ihr eigentlich schon mal hier? Oh, Christian, ich hab dir das zu Hause erzählt, schon zweimal. Ach so, ja, richtig. Aber ich könnte jedes Mal wiederkommen. Peter fühlt sich am wohlsten zwischen alten Steinhaufen. Steinhaufen? Und das zum Forum Romanum, Frecher. Hier war Politik wirklich noch eine öffentliche Angelegenheit. Zum Beispiel da hinten, unter dem Triumphbogen. Da braucht man aber viel Fantasie, dass man sich das noch vorstellen kann. Ja, wir haben Lust. Papa. Schau mal, hier. Das ist der Venustempel. Jetzt trink nicht so viel von dem süßen Zeug, sonst kriegst du wieder Bauchweh. Ich krieg keinen Bauch mehr. Ja, dann musst du wieder aufs Klo. Auch nicht. Komm, Franzi. Foto, Foto, kommen Sie. Wollen Sie ein Foto? Wisst ihr, wer das ist? Das ist ein Gladiator. Gladiator? Das kommt von Gladius, das ist lateinisch und heißt Schwert. Das ist ein echter Schwertkämpfer. Und wo haben Sie gekämpft? Na, hier im Kolosseum. Und warum? Pass mal auf. Die römischen Herrscher haben zur Belustigung des Volkes sogenannte Schaukämpfe veranstaltet, ja? Unter den Gladiatoren gab es ganz viele Sklaven und die wurden gezwungen, mit Schwertern und mit Schildern aufeinander loszugehen, also richtig zu kämpfen, auf Leben und Tod. Einfach nur so, zum Spaß für die Zuschauer. Genau. Foto? Foto? Wollen Sie ein so, Foto? So, was ist? Wollt ihr jetzt so ein Foto? Nein, kein Peter? Foto? Hm? Wir brauchen doch noch. Entschuldige. Wir wollen noch shoppen gehen. Ja, ich würde auch alleine gehen, aber... Ja, ich komme schon. Nicht so viel Spaß. Gut. Entschuldige, aber mein Bedarf an Kultur ist für heute auch mehr als gedeckt. Wenn du willst, komme ich mit dir. Ist doch in Ordnung, oder? Klar, aber ich warne dich, wirst ein bisschen Geduld brauchen. Also beim Klamottenkaufen ist Sonja unerbittlich. Wo wollen wir uns wieder treffen? Vielleicht in anderthalb Stunden beim Trevi-Brunnen? Gut, okay. Ja? Wunderbar. Gut. Ja? Tschüss. Ciao. Spaß. Ciao. Tschüss. Tschüss. Nicht so viel Geld ausgeben. Und was machen wir jetzt? Wir engagieren den besten Fremdenführer der Stadt und lassen uns tolle Geschichten über Rom erzählen. Oh ja. Aber nicht nur so traurige. Ja, habe ich da vielleicht auch noch ein Wörtchen mitzureden? Nö. Aber erst muss ich aufs Klo. Hi, kann ich mitkommen? Ja, klar. Na, klar. Komm rein. Wo willst du denn hin? Ja, jetzt setz dich erstmal. Egal, wir fahren nicht erstmal. Reiseführer sind sogar die Eisdielen eingetragen. Gib zu, die interessieren euch bestimmt mehr als dieser antike Kram, oder? Mir gefällt dir nicht. Zu hoch. Dann bist du einfach zu groß. Dann probier ich mal den anderen. Das ist klasse. Wie findest du den, ha? Jetzt probier doch noch mal den, den braunen. Yippie! Ist zu heiß zum Rennen. Meinst du, Peter gefallen die? Die steht doch eher auf Sandalen. Pass auf. Wir kaufen jetzt was für dich. Hast du Lust? Okay, dann okay. Ich mir, glaube ich, da lang. Super. Das ist doch schön. Nicht eine Körpertanzie. Ist nicht so kalt. Das hier ist gut. Gefällt dir das? Mhm. Aber schau mal, was trägt man denn heutzutage? Ich glaube, man kriegt das hier. Rom in 4 Stunden. Komm mir vor wie ein Japaner. Oh, schau mal, wie süß die Kinder. Ja. Du aber auch. Stimmt nicht. Hier, schau mal, vom Kolosseum. Cool. Ja, Karl! Das ist ja eine Überraschung. Oh. Wollen Sie sich zusetzen? Hallo. Ja, wenn ich darf. Ja, selbstverständlich. Ist das nicht eine schöne Stadt? Ja, unbeschreiblich. Ja, und? Sind Sie ganz allein unterwegs? Ja. Dann geht es Ihrer Frau immer noch nicht besser. Leider nein, aber immerhin, sie
bittet schon um Lektüre. Schauen Sie mal, Sie und Ihre Frau sind in der Zeitung. Guten Tag. Was darf ich Ihnen bringen? Karl? Möchten Sie irgendwas trinken? So, ja, Cappuccino. Und ein Cognac. Ja, danke. Sag mal, habt ihr irgendwie Zoff? Zoff? Nein, Zoff würde ich das nicht nennen. Aber eheliche Harmonie ist es auch nicht gerade, oder? Hier. Ist schon okay, wirklich. Ja, ja. Wusstest du eigentlich, dass laut Statistik die Scheidungsquote nach dem Urlaub am höchsten ist? Warum eigentlich? Na, mit eurer Harmonie ist es aber auch nicht so weit her, oder? Ist ja auch kein Wunder, wenn man den ganzen Tag aufeinander hockt, oder? Jeanette mäkelt doch von morgens bis abends an mir rum. Was ich will, interessiert sie doch gar nicht. Dabei schaffe ich die Kohle ran, um das Ganze zu finanzieren. Ja, aber sie kümmert sich immerhin um das Haus und um die Kinder. Ja, Gott, die Kinder, die Kinder. Aber hier kommen immer nur die Kinder an erster Stelle. Eigentlich bin ich ganz froh, dass wir keine Kinder haben. Peter sieht das zwar anders, aber ich... Naja. Irgendwie frage ich mich in letzter Zeit immer öfter, ob das wirklich das Leben ist, das ich mir mal erträumt habe. Du, das frage ich mich auch. Aber ich glaube, so eine Frage muss man sich selbst beantworten. Wie lange willst du die eigentlich noch mit dir rumschleppen? Wenn es doch meine Lieblingspuppe ist. Mensch, Franzi, du bist kein Baby mehr. Du kommst halt in die dritte. Ich brauche Pippi, wenn ich Angst habe, dann tröstet sie mich. Du brauchst aber keine Angst zu haben. Hallo. Sag mal, habt ihr Rum leer gekauft? Eine Frau, ich nicht. Oh. Für mich? Nee, ich habe mir nur ein Hemd und eine Krawatte gekauft und weiße Socken, die hast du vergessen einzupacken. Ich glaube, wir müssen los, oder? Nee, stopp. Jetzt werden erstmal die Münzen in den Brunnen geworfen. Und dabei ist es ganz wichtig, dass man sie über die linke Schulter wirft. Na los, nämlich jeder Wunsch in Erfüllung. Jeder? Naja, Wünsche kann man ja nie genug haben, oder? Darf Pippi sich auch etwas wünschen? Ja, na klar. Achtung. Und halt! Über die linke Schulter. Sonst wirkt das nicht. Das ist ganz wichtig. Okay? Konzentration. Und los! Unzuverlässig, rechthaberisch und unsensibel. Ein richtiger Kotzbrocken. Hey, worüber ärgerst du dich denn? Über deinen Musiker? Papa, bitte lass mich bloß in Ruhe. Wer war denn dran? Hat sofort aufgelegt. Dein Akku ist übrigens alle. Scheiße. Wo sind wir eigentlich morgen? Amalfi. Muss traumhaft schön sein. Peter wird mich wieder in glühender Hitze durch die Gegend schleppen und mit seinen Vorträgen langweilen. Das finde ich jetzt aber gemein. Ich höre Peter gerne zu. Ja, das habe ich früher auch. Aber jetzt? Das hat ja wohl dann mehr mit dir zu tun als mit Peter. Ja, mag sein. Das sind eben so Phasen. Kennst du das nicht? Weiß nicht. Wie soll ich das erklären? Der Tag fängt mit Zähneputzen an und hört mit Zähneputzen auf. Und dazwischen passiert nichts. Jedenfalls nichts von Bedeutung. Also Sonja, entschuldige mal. Wir sind ja auf einem Luxusschiff im Mittelmeer. Ja, ich weiß. Es ist alles super, aber... Ich bin trotzdem unzufrieden. Bist du soweit? Und die Arme gerade halten! Boah, Christian, nur noch Geduld. Die kommt erst wieder an Bord, wenn sie es gepackt hat. Hey!
Sonne scheint, die Gäste sind glücklich. Du machst ein Gesicht wie Windstärke 12. Was denn los? Ach. Hat dich irgendjemand geärgert? Sag's mir. Ich bring den Kerl um. Ich bin schuld. Ja, ich hab Schluss gemacht. Jetzt hat er eine neue. Tja, doofer Fall. Und woher weißt du das? Die blöde Kuh war sogar an seinem Handy. Du glaubst wohl auch. Nur weil du die Tochter vom Captain bist, kannst du dir alles erlauben. Sven ist tabu für dich. Kerstin, ich wollte... Kerstin, lass dir das erstmal erklären. Erklären? Ich hab Augen im Kopf. Scheiße, dass du meinetwegen voll den Stress. Tja, das ist ihr Temperament. Kerstin regt sich schnell auf und schnell wieder ab. Naja, sie liebt dich. Mhm. Scheint so was. Christian, ich krieg den verdammten Ski nicht an. Okay, warte, ich helf dir. Übernimmst du mal? Ja, danke. Anna, Franzi, wir sind startklar. So, ihr zwei geht jetzt mit Kerstin, ja? Oh ja, wir segeln jetzt nach Takatuka-Land. Willst du die Puppe nicht lieber hier lassen? Die wird doch bestimmt ganz nass. Soll ich so lange auf sie aufpassen? Aber lass Pippi bloß nicht irgendwo liegen. Großes Kapitänsehrenwort. Machst du ein Schotbuch, ihr beiden? Komm, gib sie mir. Nö, 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 nö. Das ist jetzt mein Job. Und? Was machen wir zwei jetzt? Tja. Wie wär's mit einem kleinen Trip in die Altstadt? Gute Idee. Die beiden werden uns sowieso nicht vermissen. Komm. Ich gehe noch mal kurz in die Kabine. Okay, komm. Dann leg sie mal so lange ins Bettchen. Hallo, wie geht's denn? Ist alles in Ordnung? Amüsiert ihr euch? Ja, toll. Es ist perfekt hier. Traumhaft. Hier. Übrigens, wir haben eine richtige Berühmtheit an Bord. Echt? Karl von Hainburg und seine Frau. Merkwürdigerweise war Karl ziemlich überrascht über das Foto. Naja, egal. Ich muss los. Und stellt sich die Frage, ob der Österreicher Karl von Hainburg über die bewegte Vergangenheit seiner erst kürzlich Angetrauten wirklich Bescheid wusste. Oder wird er das fünfte Opfer einer gerissenen Heiratsschwindlerin, die in den Staaten schon 4 Ehemänner geschröpft hat? Hm, 4. Wo hat Christian das eigentlich gelernt mit dem Wasserski? Der macht das ja wie ein Profi. Tja, sehr elegant. Wie so manches, wenn er in seinem Element ist. Und Sonja hat das inzwischen bestimmt auch gepackt. Stimmt. Also, ich weiß nicht, aber ich habe mir das irgendwie alles ganz anders vorgestellt. Ach schon, ne? Wir haben noch Urlaub. So, jeder machen, wozu er Lust hat, oder? Jeanette? Oh nein! Du weißt doch, wie schrecklich ich auf Fotos aussehe. So was nennt man Schnappschuss. Ja, Schnappschuss, toll. Und? Niemals. Das ist viel zu tief. Dass Männer immer so feige sind. Oh, Schau. Schön. Wow. Komm, ich helf dir. So, warte mal. Zum Hafen?
jetzt da runter. Meinst du, mir steht sowas? Vielleicht ein bisschen zu gewagt, oder? Sonja hat den gleichen. Ja, probier doch mal an. Ich weiß nicht. Ich glaube, Sonja bringt mich um. Quatsch. Ihre ist doch rot und wenn es dir gefällt, da muss ich jetzt durch. Ich war drüben im Café. Ja. Willst du meine ehrliche Meinung hören, Marlene? Nur zu. Ich muss mich ja nicht danach richten. Marlene, halt dich da raus. Alden, ich mach gleich die Durchsage. Wir sind für das Wohl der Passagiere zuständig. Ja, richtig. Dass Sie hier alle Annehmlichkeiten genießen können und dass es Ihnen an nichts fehlt, Marlene. Aber in Ihre Privatangelegenheiten haben wir uns keinesfalls einzumischen. Das ist doch keine Privatangelegenheit. Das ist kriminell, ist das. Ja, ich bin sofort da. Marlene, könnte es sein, dass dir dieser Karl von Hainburg ein kleines bisschen mehr am Herzen liegt als die anderen Passagiere? Ich will nur nicht, dass dieser nette Mann auf ganz gemeine Art und Weise betrogen wird. Immer die Anständigen werden beschissen. 4-mal war diese Person schon verheiratet. Alle stinkreich. Meinst du, die ist dann nur wieder mit einer Zahnbürste gegangen? Und jetzt probiert es gerade wieder. Du glaubst ja nicht im Ernst, Karl weiß nichts von Susans Vergangenheit. Und wenn er es jetzt erst durch die Zeitung erfahren hat? Marlene, Marlene, ich bleibe dabei. Es geht uns wirklich alles nichts an. Hey, ist das dein neuer Bikini? Na, ich kann wirklich nichts dafür. Die haben unheimlich viele tolle Sachen da. Ich wusste gar nicht, dass mir sowas steht. Und wie? Na, hoffentlich ist Sonja jetzt nicht sauer wegen dem Bikini. Ach, Quatsch. Danke übrigens. Wofür? Na, für deine Geduld. Ach, hör mal auf. Sag mal, spielt ihr hier Fraß da? Sagen Sie, wieso dürfen die hier frei rumlaufen? Bitte schön. Ich möchte nicht gestört werden. Entschuldigung, Sie sollten sich auch besser vor der Sonne schützen. Man kriegt hier sehr leicht den Sonnenstich. Kommt. Da hat es sich ja was Nettes an Land gezogen. Selber schuld, wenn man seine Frau allein zum Shoppen schickt. Gefällt's dir? Hm. War echt ein Schnäppchen. Wusste gar nicht, dass dir sowas steht. Na? Mama, Mama. Ich war ganz vorne. Konnte bis nach Takatuka-Land sehen. Ist ja toll. Du bist ja ein richtiger kleiner Held. Hm? Wollen wir ein Cappuccino trinken gehen? Ach, lass uns doch noch schnell auf Anna warten. Ich geh schon mal vor und bestell uns einen, ja? Na, und? Hast keine Angst gehabt? Nein. Nein? Wissen Sie, es gibt immer wieder Passagiere, für die fühlt man sich besonders verantwortlich. Oh, und wie komme ich zu dieser Ehre? Oh, da könnte ich viele Dinge anführen. Ihre Freundlichkeit, Ihre exquisiten Manieren, Ihre Warmherzigkeit. Hören Sie auf, sonst werde ich noch rot. Oder einfach nur, weil wir uns schon so lange kennen. Aber eigentlich wollte ich Ihnen nur sagen, dass Sie mit jedem, wirklich mit jedem Problem zu mir kommen können. Vielen Dank für Ihr Angebot, aber das Beste wäre natürlich, wenn ich nie darauf zurückkommen müsste. Das wäre das Beste. Ich wusste gar nicht, dass diese Blätter so informativ sein können. Mhm. Da. Also bitte, das ist ja eine Unverschämtheit.
Dieses Revolverblatt, da ist alles erstunken und erlogen. Karl, das musst du mir glauben, da ist kein Wort wahr. Na gut, dann rufe ich meinen Anwalt an und werde dieses Schundblatt verklagen. Weißt du, das ist sehr lieb von dir, aber das ist wirklich nicht notwendig. Das bauscht die Sache nur noch mehr auf. Komm, wir gehen essen. Naja, vielleicht ist es besser so. Kannst du dich mal ein bisschen beeilen? Und? Was sagst du? Ist der auch neu? Sonja hat, glaube ich, den gleichen. Und mehr fällt dir nicht dazu ein? Allerdings in Rot. Was ist denn? Oh, mein Knie. Nicht anfassen. Für mich? Mhm. Das ist ja schön. Ihr müsst ohne uns anfangen. Christians Meniskus und ich habe blöderweise die Bandage zu Hause liegen lassen. Brauchst du einen Stützverband? Oh, das wäre toll. Ja, ich glaube, sowas habe ich dabei. Sag mir einfach, wo es ist und ich hol's selber. Nee, nee, lass, bevor du in meinem Chaos was findest, gehe ich selber. Entspann dich. Physiotherapeutin ist Sonja für alle Notfälle gerüstet. Ist ja schließlich ihr Job. Das ist ja niedlich. Wo hast du denn das her? Gekauft. Als du dein Bikini anprobiert hast. Oh, Bikini. Lass uns bitte von was anderem reden. Bitte recherchiere das Ganze. Ja, ich muss wissen, was dahinter steckt. Ich will die Wahrheit herausfinden. Na ja, besser wäre es gewesen, wir hätten das vor der Hochzeit getan. Nicht? Aber du wolltest doch partout nicht auf mich hören. Nicht? Ich habe... Ich weiß. Aber wenn ich eine Frau liebe, sie heiraten will, dann vertraue ich ihr und spioniere ihr nicht nach. Ich verstehe. Das soll ich jetzt tun, ne? Ja, bezahl dich ja dafür. Ja, entschuldige, Karl, es ist nur... Ich mache mir die größten Vorwürfe, dass ich dich nicht wenigstens zu einem Ehevertrag überredet habe. Rudolf. Kapierst du das nicht? Wenn sich ein Mann in meinem Alter entschließt zu heiraten, ja, zum ersten Mal bitte übrigens, dann ohne Wenn und Aber. Aber ein Ehevertrag macht heutzutage jeder. Ja, bin eben nicht jeder. Dann ist dir eigentlich klar, in was für ein Schlamassel du da geraten bist. Also, das alles kann ja wahrscheinlich ganz anders sein. Ich gebe dir jetzt da hier die Faxnummer von dem Schiff und schreibst du mit? Warum klopfst du denn an? Es ist offen. Hi. Ach, du bist's. Ich weiß auch nicht, ich habe seit Monaten keine Probleme mehr gehabt. Und jetzt auf einmal... Mhm. Kannst du's beugen? Oh, nee, nicht wirklich. Es lässt gleich nach, warte. Aufzustehen und belaste das Bein mal ganz langsam, ja? So? Hey, super. Und ich hatte schon Angst, dass ich den Rest des Urlaubs auf der Krankenstation verbringe. Oh, Vorsicht! Um mit der hübschen Krankenschwester zu flirten, ha? Nichts da. Mit Kerstin? Die ist doch in festen Händen. Ach, guck mal an, man hat sich informiert. Normal. Außerdem, du gefällst mir sowieso viel besser als diese Krankenschwester. So, komm. Geht's? Also wie gesagt, Backbots wird erst angefangen, wenn wir vor Palermo liegen, ja? Aber die Davids, die können inzwischen nachgestrichen werden. Und dann? Moment. Das hier war auch immer mein liebster Platz auf dem Schiff, noch bevor ich als Kapitän nach vorn zu sehen hatte. Warum? Naja, wenn man da so reinschaut, schon irgendwie unheimlich. Ja. Woran denkst du dann? Irgendein Schriftsteller, glaube ich, hat mal gesagt, auf dem Wasser träumen die Menschen mehr zurück als voraus. Das hat mir gefallen irgendwie. Und wovon träumst du? Ich meine zurück. Meistens von deiner Mama. Aber manchmal auch. Das sagst du jetzt aber nicht weiter. Nein. Von Isabel. Isabel? Ja.
Isabel. Ja, das war lange vor deiner Mutter. Ach so. Kurz nach dem Abitur. So wie du jetzt. Da waren wir auf Sylt. Und wie sie da so in den Dünen stand und aufs Meer hinausblickte. Nicht so ein kitschiger Sonnenuntergang, ganz normaler grauer Nordseetag. Und? Weiter? Das war mein erster Kuss. Dein erster? Erst nach dem Abi? Ja, spät, ne? Ja, Papa. Ja, aber jetzt? Mama und du? Ich meine, immer diese langen Trennungen. Wie habt ihr das ausgehalten? Naja, oder wie haltet ihr das aus? Wir lieben uns. Tja, und in 4 Wochen, da bin ich ja dann auch schon wieder länger bei ihr. Was mich trotzdem wundert, hier dein Meer und dort der Dschungel, Mamas Käfer, Papa, dazwischen liegen doch Welten. Ja, aber meine Liebe, du vergisst das Wichtigste. Die Schmetterlinge. Wie Schmetterlinge? Steffi. Ach so, du meinst die. Ja, genau die. Stefanie? Stefanie, kommst du? Ich muss, Papa, die Pflicht. Sind wir auf der Insel Gozo. Da wurde Odysseus 7 Jahre lang gefangen gehalten. Kommt irgendjemand mit an Land? Aber das können wir doch morgen früh ganz spontan entscheiden. Hm? Okay. Gute Nacht. Nacht. So. Also, gute Nacht. Was für ein schöner Sternenhimmel. Oh, mein Knie, pass auf. Stell dich doch nicht so an. Das sagst du zu Franzi auch immer, wenn sie heult. Okay, ich bin ein Schlaffi. Ein Weichei. Dann beweis mir doch das Gegenteil. Hm? Peter. Hm? Eigentlich habe ich mir diesen Urlaub anders vorgestellt. Wieso das denn? Wir segeln hier auf dem Mittelmeer. Im schönsten Schiff der Welt. Ist doch alles bestens. Ich verstehe dich nicht. Ich glaube, du verstehst mich sehr gut. Aber immer wenn ich darüber sprechen möchte, weichst du mir aus. Du bist nicht mit dem Urlaub unzufrieden, sondern mit mir. Stimmt's? Nicht mit dir, wenn dann mit uns. Wir sind nicht mehr in den Flitterwochen. Vielleicht hast du recht. Ich bin einfach nur zu anspruchsvoll. Quatsch. Komm. Lass uns schlafen. Schlaf gut. Gute Nacht. Nix, Royal Clipper. Sind Sie sicher? Die Royal Clipper ist jetzt in Malta. Dann geht sie nach Napoli. Neapel? Ist eine schöne Stadt. Ja, ich weiß, da komme ich gerade her. Sorry. Sag mal, stört's dich, wenn Anna mitkommt? Wie kommst du denn darauf? Im Gegenteil. Christian stört im Moment alles, sogar seine eigenen Kinder. Ich habe einfach das Gefühl, dass er am liebsten alleine ist. Na, er hat ja auch ziemlich viel Stress. Du also, so wie wir im Moment zusammen sind, da braucht man überhaupt nicht verheiratet zu sein. Komm. Das klingt aber ziemlich hart. Ja, ist doch wahr. Ich wollte doch bei ihm bleiben auf dem Schiff, weil er nicht laufen kann. Und er schickt mich weg. Vielleicht meint er es ja auch gut.
Er will, dass du was an Land erlebst. Wieso nimmst du ihn jetzt eigentlich in Schutz? Tue ich doch gar nicht. Na toll, jetzt fangen wir auch noch an zu streiten. Ach, Quatsch. So. Ihr könnt dann los, wenn ihr wollt. Wir haben ja alles im Griff, oder? Ja, super. Dann bis nachher. Tschüss. Tschüss, Papi. Oh, tschüss. Tja, dann wollen wir mal. Wohin? Mir ist hier ein bisschen zu viel Betrieb. Willst du damit wirklich an Land? Ja. Ich habe eine gute medizinische Betreuung dabei. Okay. Klaus? Hey, wir liegen vor Gose. Ich dachte, du wärst schon auf dem Weg. Seit wann lässt du Sir Henry warten? Hier ist ein Fax für Karl von Heinborg. Persönlich und streng vertraulich. Könntest du es ihm bitte geben, wenn er wieder an Bord ist? Warum legst du es ihm nicht gleich in seine Kabine? Es ist für ihn persönlich. Und keinesfalls für seine Frau, richtig? Genau. Könnte es sein, dass ich meine Cruise-Direktorin bei einer klitzekleinen Indiskretion ertappt habe? Was heißt klein? Ich hab's gelesen, zweimal. Pfui. Die Schnepfe wird sich wundern. Und grüße Henry von mir! Mach ich. Also wurde Odysseus 7 Jahre lang gefangen gehalten? Von wem eigentlich? Was? Na, von wem er festgehalten wurde. Das musst du schon deinen Mann fragen. Eigentlich gemein von Peter. Schwatzt der Jeanette den gleichen Bikini auf. George, wie schön, Sie endlich mal wiederzusehen. Ist mir eine Freude, Marlene. Er hat wahrscheinlich gespürt, dass Sie kommen. Sir Henry ist schon den ganzen Morgen nervös. Und ich erst. Thank you. Dreimal Odysseus Spezial, bitte sehr. Danke. Wer war das jetzt, dieser Odysseus? Odysseus? Das war einer der größten Helden bei den alten Griechen. Gerade hatte er einen Krieg gewonnen und wollte ganz schnell nach Hause zu seiner Frau, die er sehr liebte. Da kam er in einen furchtbaren Sturm mit riesigen Wellen. Sein Schiff ging unter und all seine Matrosen ertranken. Nur Odysseus nicht. Der rettete sich hier auf diese Insel. Und damals lebte hier auf dieser Insel eine Frau, die hieß Kalypso. Und als die den großen Helden Odysseus sah, da hat sie sich auf der Stelle in ihn verliebt. Aber er war doch verheiratet. Tja, das war Kalypso vollkommen egal. Ganz schön fies von dieser Kalypso, hä? Hat sie ihn gekriegt? Nee. Odysseus hat die ganze Zeit nur an seine Frau gedacht. Die hieß Penelope. Na, und das Ganze war eigentlich auch nur ein Test. Von Zeus. Also,
Zeus, das, also, der ist der Chef von den griechischen Göttern. Genau, der oberste Boss. Zeus wollte Odysseus testen, ob er seiner Frau auch treu sein kann. Was machen wir hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es besser, wir fahren zurück. Gut. Nichts gesehen, Sir Henry. Kommen Sie, Karl, ich helfe Ihnen. Mal langsam. Ja, Mann. Danke. Ein Fax ist für Sie gekommen. Schön, auf das habe ich schon gewartet. Und aufsetzen. Das könnt ihr jetzt einfach mal machen. Bin gleich wieder da. Hallo, Franzi. Ich hab sie. Du sollst doch auf sie aufpassen, ja? Ich bring sie in die Nemo-Lounge. Weißt du, wo ihre Eltern sind? Sie sind an Land gegangen. Scheiße. Na, lassen Sie nur. Ich kümmere mich selbst um meine Gattin. Ich hab geglaubt, ich kenne dich in- und auswendig. Aber du steckst ja voll einer Überraschung. Wenn du noch länger wartest, dann kann ich dich mit gar nichts mehr überraschen. Und Sonja. Papa ist aber gemein. Er sagt, er kann nicht mitkommen wegen seinem Knie. Und jetzt fährt der Jetski. Tja, das wird er mir wohl auch mal erklären müssen. Mami, Mami. Du kleine Maus, was hast du dir denn dabei gedacht? Ich wollte Pippi retten. Und jetzt ist sie weg. Was geht eigentlich in deinem Kopf vor? Bist du völlig durchgeknallt? Du warst doch auch den ganzen Tag mit Peter unterwegs. Und mit Anna, während mein todkranker Mann wie Schumi übers Meer flitzt und sein Kind fast ertrinken lässt. Sven wollte sich um Franzi kümmern. Sie ist deine Tochter, du hast die Verantwortung. Es war nicht abgemacht, dass du sie irgendwohin abschiebst und dich amüsierst. Kannst du dich jetzt ein bisschen beruhigen, Janet? Weißt du was, du hast richtig Scheiße gebaut. Und damit meine ich nicht nur die Sache mit Franzi. Los, komm jetzt. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Wir wollten uns bei Ihnen bedanken. Also, wenn Sie nicht gewesen wären, dann... Schon recht. Ich werde Ihnen das nie, nie, niemals vergessen. Gibt's irgendwas, was ich für Sie tun kann? Lieb sein. Also, vielen Dank nochmal. Danke.
Einen Augenblick. Danke. Vielen Dank. Ich weiß nicht. Ich habe mir das irgendwie alles ganz anders vorgestellt. Wo ist das Problem? Naja, also Christian amüsiert sich ja wohl offensichtlich besser ohne mich. Das stimmt doch gar nicht. Also Sonja, entschuldige mal, ich habe Augen im Kopf. Treffpunkt 10 Uhr, Tropical Bar. Gut. Und dann geht's mit den Jeeps los. Entschuldigung. Danke. Man hat mir gesagt, dass ich Sie hier oben treffe. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Aber ich bitte Sie, Sie stören mich nie. Sie haben mir doch angeboten, dass ich mit jedem, wirklich jedem Problem zu Ihnen kommen könnte. Das gilt selbstverständlich, nach wie vor, bitte. Schön. Ich werde mich kurz fassen, um Ihre Geduld nicht übermäßig zu strapazieren, aber ich brauche den Rat einer erfahrenen Frau. In solchen Dingen, da bin ich leider nicht sehr bewandert. Ich liebe meine Frau und möchte sie auf gar keinen Fall verlieren. Nun bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob mich meine Frau auch noch liebt. Es sind Umstände eingetreten, die mich vermuten lassen, dass sie mich aus anderen Motiven geheiratet hat. Wegen des Geldes? Ja. Dann würde ich es herausfinden. Sagen Sie doch Ihrer Frau, dass Sie sich verspekuliert haben. Und jetzt statt auf dem Haufen Geld, Entschuldigung, auf dem Haufen Schulden sitzen. Und sie sich einschränken muss. Und das soll funktionieren? Ich denke, das funktioniert unter Garantie. Danke, Marlene. Dann bitte schön, aber ich habe einfach keine Lust mehr, mich mit ihm rumzustreiten. Aber sauer bist du doch. Nein, ja, ich weiß nicht. Ich meine, das ist doch einfach alles nicht normal hier, ja? Ich meine, deine Frau hängt die ganze Zeit mit meinem Mann zusammen. Ja, und dein Mann mit meiner Frau. Ach komm, das ist nicht witzig, wirklich. Jeanette, fang doch nicht mit mir rum. Ich kann ganz bestimmt nichts. Was ist los? Können wir helfen? Schon in Ordnung, geht gleich. Ich kümmere mich schon. Ja, sie kümmert sich schon. Ist nichts, ne? Die Hitze, der Kreislauf. Morgen. Morgen. Und? Einen besonderen Wunsch? Sonja würde gerne eine Runde Wasserski fahren. Momentan sind leider alle Boote raus. Deine beiden Töchter fahren übrigens gerade Wakeboards. What's
Ciao. Ja, ciao. Hier dürft ihr mitnehmen. Treffpunkt 10 Uhr Tropical Bar. Gut. Und dann geht's mit den Jeeps los. Entschuldigung. Danke. Man hat mir gesagt, dass ich Sie hier oben treffe. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Aber ich bitte Sie, Sie stören mich nie. Sie haben mir doch angeboten, dass ich mit jedem, wirklich jedem Problem zu Ihnen kommen könnte. Das gilt selbstverständlich, nach wie vor. Bitte. Schön. Ich werde mich kurz fassen, um Ihre Geduld nicht übermäßig zu strapazieren. Aber ich brauche den Rat einer erfahrenen Frau. In solchen Dingen, da bin ich leider nicht sehr bewandert. Ich liebe meine Frau und möchte sie auf gar keinen Fall verlieren. Nun bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob mich meine Frau auch noch liebt. Es sind Umstände eingetreten, die mich vermuten lassen, dass sie mich aus anderen Motiven geheiratet hat. Wegen des Geldes? Ja. Dann würde ich es herausfinden. Sagen Sie doch Ihrer Frau, dass Sie sich verspekuliert haben. Und jetzt statt auf dem Haufen Geld, Entschuldigung, auf dem Haufen Schulden sitzen. Und sie sich einschränken muss. Und das soll funktionieren? Ich denke, das funktioniert unter Garantie. Danke, Marlene. Bitteschön, aber ich habe einfach keine Lust mehr, mich mit ihm rumzustreiten. Aber sauer bist du doch. Nein, ja, ich weiß nicht. Ich meine, das ist doch einfach alles nicht normal hier, ja? Ich meine, deine Frau hängt die ganze Zeit mit meinem Mann zusammen. Ja, und dein Mann mit meiner Frau. Ach komm, das ist nicht witzig. Erst gibt Streit und danach ist die Versöhnung umso schöner. Ich kann es mir glauben, ich weiß das aus Erfahrung. Marlene, warum sind Männer so, so egoistisch, unzuverlässig, rechthaberisch, unsensibel, eben richtige Kotzbrocken? Manchmal jedenfalls. Immer. Was hat er denn so Schlimmes getan, dein Musiker? Musik. In seinem Club die ganze Nacht. Er hat mich dabei völlig vergessen. Wir konnten uns noch nicht mal voneinander verabschieden, bevor ich aufs Schiff musste. Das ist bitter. Da denkt man ist dem anderen nichts wert. Dabei liebe ich ihn doch. Dann gibt's nur eine Möglichkeit. Ruf ihn an. Niemals. Der Captain's Table wartet auf Sie. Oh, welche Ehre. Entschuldigen Sie, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht trivial, aber wir sind uns schon einmal begegnet. Ich bin mir ganz sicher, ich weiß nur nicht mehr genau, wo. In Wien, im Grand Hotel. Ich habe dort als PR-Managerin gearbeitet. Wusste ich's doch. Ich vergesse nie das Gesicht einer schönen Frau. Tja, was das Dinner betrifft, so fürchte ich, müssen Sie für meine Frau einspringen. Gern. Und Ihre Frau, will Sie wirklich nicht begleiten? Nein, sie leidet an furchtbarer Migräne. Soll ich im nächsten Hafen einen Arzt an Bord kommen lassen? Wir haben auch eine examinierte Krankenschwester hier. Die könnte sofort nach Ihrer Frau sehen. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Hier, guten Abend. Ja, das ist ja nett. Guten Abend. Das ist Karl von Heinburg. Guten Abend. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, natürlich, selbstredend.
wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Bitte sehr. Wo bleiben denn die Kinder? Die wollen sich noch umziehen. Guten Abend. Guten Abend. Danke. Für Sie? Ja. Entschuldigung, aber das habe ich nicht bestellt. Danke. Wieso? Du nimmst doch meistens Hühnchen. Frag mich doch das nächste Mal, was ich essen möchte. Hm? Einen Moment bitte. Ja, bitte? Meine Frau hat sich anders entschieden. Bringen Sie ihr vielleicht noch mal vielleicht die Karte? Nein, schon in Ordnung. Ich esse das. Also, dann auf einen schönen Urlaub. Hm. Ah! Mann über Bord! Sie. Ich hab sie. Du sollst doch auf sie aufpassen, ja? Ich bring sie in die Nemo-Lounge. Weißt du, wo ihre Eltern sind? Wir sind an Land gegangen. Scheiße. Na, lassen Sie nur. Ich kümmere mich selbst um meine Gattin. Ich hab geglaubt, ich kenne dich in- und auswendig. Aber du steckst ja voll der Überraschung. Wenn du noch länger wartest, dann kann ich dich mit gar nichts mehr überraschen. Sonja. Papa ist aber gemein. Er sagt, er kann nicht mitkommen wegen seinem Knie. Und jetzt fährt der Jetski. Tja, das wird er mir wohl auch mal erklären müssen. Mami, Mami. Du kleine Maus, was hast du dir denn dabei gedacht? Ich wollte Pepi retten. Und jetzt ist sie weg. Was geht eigentlich in deinem Kopf vor? Bist du völlig durchgeknallt? Du warst doch auch den ganzen Tag mit Peter unterwegs. Und mit Anna, während mein todkranker Mann wie Schumi übers Meer flitzt und sein Kind fast ertrinken lässt. Sven wollte sich um Franzi kümmern. Sie ist deine Tochter, du hast die Verantwortung. Es war nicht abgemacht, dass du sie irgendwohin abschiebst und dich amüsierst. Kannst du dich jetzt ein bisschen beruhigen, Janet? Weißt du was, du hast richtig Scheiße gebaut. Und damit meine ich nicht nur die Sache mit Franzi. Los, komm jetzt. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Wir wollten uns bei Ihnen bedanken. Also, wenn Sie nicht gewesen wären, dann... Schon recht. Ich werde Ihnen das niemals vergessen. Gibt's irgendwas, was ich für Sie tun kann? Lieb sein. Also, vielen Dank nochmal. Danke. Einen Augenblick. Danke. Vielen Dank. Ich weiß nicht. Ich habe mir das irgendwie alles ganz anders vorgestellt. Mann, Stefanie, was soll denn das? Du sag mal. Ja? Bevor wir einchecken. Oh ja, da reicht die Zeit doch noch für einen Kaffee. Na klar. Komm, da drüben. Two coffee. And one Coca-Cola, please. Oh, das nervt aber. Entspann dich. Wir haben Urlaub. Nur weil ich Urlaub habe, muss mir so ein Krach noch lang nicht gefallen. Thank you. You're welcome. Hoffentlich sind auf dem Schiff nicht so viele kleine Monster. Nicht alle Kinder sind Monster. Nein, aber nerven können sie trotzdem. Ja. Haben dich Anna und Franzi schon mal genervt? Gott! Mensch! Also. Oh. Excuse me. Excuse me, pardon. Excuse me, wie sehe ich denn jetzt aus? Wie eine Frau, die sich gerade Cola über den Rock gekippt hat. Da ist ja unser Hochzeitspaar. Na,
Habe ich zu viel versprochen? Die Königin der Meere. Ja, und wenn Flaute ist? Die Royal Clipper hat natürlich auch Motoren. Und sie wird deine Erwartungen übertreffen, das schwör ich dir. Aufpassen! Sorry, ma'am. Hoffentlich ist das Personal an Bord nicht so blöd. Also, Marlene, dieser Kandidat ist ja nun leider schon fest vor Anker. Schade, aber der ist doch jetzt genau im richtigen Alten. Schon beeindruckend, diese Noblesse. Übrigens hatte ich schon die Gelegenheit, Karl von Hainburg kennenzulernen. Tatsächlich? Mhm. Als ich in Wien gearbeitet habe, im Grand Hotel. Aber ich hatte mein Herz schon vergeben. Sir Henry, die Liebe meines Lebens. Wir sollten sie anheuern als Extrabesegelung. Vielleicht will sie ja zum Pferderennen. Achtung, die Stute ist pissig. Nicht so frech. Willkommen auf der Royal Clipper. Vorsicht, mein Name ist Klaus Berger. Ich bin der Kapitän an Bord. Hallo. Bitteschön. Herzlich willkommen. Und ich bin Marlene, eure Cruise-Direktorin. Das Personal wird immer impertinenter. Normalerweise duzen wir uns hier an Bord. Hallo. Ich hoffe, sie wir haben damit nur gute Erfahrungen gemacht. Sehr aufmerksam. Man lernt sich viel leichter kennen. Ja, bitte, wen soll ich denn hier kennenlernen? Ja, ich möchte vorschlagen, dass wir uns auf einen Kompromiss einigen. Karl, Susan und Sie. Einverstanden? Ja, ja, selbstverständlich. Kommen Sie, ich zeige Ihnen ein wenig das Schiff. Ja.
war ganz vorne. Konnte bis nach Takatuka-Land sehen. Ist ja toll, du bist ja ein richtiger kleiner Held. Hm? Wollen wir einen Cappuccino trinken gehen? Ach, lass uns doch noch schnell auf Anna warten. Ich gehe schon mal vor und bestell uns einen, ja? Na, und? Hast keine Angst gehabt? Nein. Nein? Wissen Sie, es gibt immer wieder Passagiere, für die fühlt man sich besonders verantwortlich. Oh, und wie komme ich zu dieser Ehre? Oder könnte ich viele Dinge anführen? Ihre Freundlichkeit, Ihre exquisiten Manieren, Ihre Barmherzigkeit? Hören Sie auf, sonst werde ich noch rot. Oder einfach nur, weil wir uns schon so lange kennen. Aber eigentlich wollte ich Ihnen nur sagen, dass Sie mit jedem, wirklich mit jedem Problem zu mir kommen können. Vielen Dank für Ihr Angebot, aber das Beste wäre natürlich, wenn ich nie darauf zurückkommen müsste. Das wäre das Beste. Ich wusste gar nicht, dass diese Blätter so informativ sein können. Mhm. Das ist ja eine Unverschämtheit. Dieses Revolverblatt, da ist alles erstunken und erlogen. Karl, das musst du mir glauben, da ist kein Wort wahr. Na gut, dann rufe ich meinen Anwalt an und werde dieses Schundblatt verklagen. Weißt du, das ist sehr lieb von dir, aber das ist wirklich nicht notwendig. Das bauscht die Sache nur noch mehr auf. Komm, wir gehen essen. Naja, vielleicht ist es besser so. Kannst du dich mal ein bisschen beeilen? Und? Was sagst du? Ist der auch neu? Sonja hat, glaube ich, den gleichen. Und mehr fällt dir nicht dazu ein? Allerdings in Rot. Was ist denn? Oh, mein Knie. Nicht anfassen. Für mich? Mhm. Das ist ja schön. Ihr müsst ohne uns anfangen. Christians Meniskus und ich habe blöderweise die Bandage zu Hause liegen lassen. Brauchst du einen Stützverband? Oh, das wäre toll. Ja, ich glaube, sowas habe ich dabei. Sag mir einfach, wo es ist und ich hol's selber. Nee, lass, bevor du in meinem Chaos was findest, gehe ich selber. Ob das Gemüse wohl das Salzwasser verträgt? Jetzt ist Maria der Hut. Marlene meint, die Wäscherei wird ihn vielleicht wieder hinbekommen. Soll ich das für Sie veranlassen? Die Wäscherei? Ja. Wissen Sie was? Werfen Sie ihn weg. Gut. Tja, das tut mir leid. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Danke. Liebling. Mensch, das ist ja eine Ziege. Na, immer höflich bleiben. Der Gast hat immer recht. Aber ansonsten hast du das ganz prima gemacht, meine Tochter. Papa, warte mal. Ja? Bitte wind nicht gleich jedem auf die Nase, dass ich deine Tochter bin. Schämst du dich für deinen Vater? Papa, wirklich, ich mein's ernst. Ja, ist klar. Sonst noch was? Nee. Bis später, mein Schatz. Zufällig nach Rom. Du bist Bologna. Bologna? Super, nehmen Sie mich mit. Avanti, Signore! Familie Kummerfeld? Bitte schön. Danke. Familie Rautenberg? Mal. Bitte? Danke. Und hier wohnen Anna und Franzi. So. Na, hm? Gefällt's euch? Ja, super. Falls ihr noch Fragen oder Wünsche habt, unsere Stewards stehen euch Tag und Nacht zur Verfügung. Ist doch richtig, oder? Ihr hattet doch nebeneinander liegende Kabinen gewollt. Ja, klar, wir kennen das nicht anders. Wir wohnen zusammen in einem Doppelhaus. Sonja und Peter rechts und wir beide links. Ja, dann auf gute Nachbarschaft. Keine Sorge, wir haben uns noch nie gestritten. Glaubt zwar keiner, ist aber wirklich so. Wir kommen sogar mit einem Rasenmäher aus. So, gleich ist es soweit. Wir laufen aus zusammen. Komm mit an Deck. Hm? Ich
krieg Kopfweh, eine Migräne. Was denn? Soll ich Professor Habranek anrufen? Karl, ich hab dir doch gesagt, dass... Ja, ich weiß, bei Migräne hilft gar nichts, schon gar kein Arzt, nur Ruhe. Ja, genau. Ruhe, aber ich kann dich nicht zu leiden sehen. Hm? Karl, ich leg mich jetzt hin. Ja. Wenn du wiederkommst, ist alles besser. Ja, das ist gut. Schön. Ja, also, schön. Gute Besserung, gell? Ja. Passagiere an Bord? Alle Passagiere an Bord. Schiff klar zum Auslaufen? Schiff klar zum Auslaufen, Captain. Pünktlich auf die Minute. Alle Leinen los. Entschuldigung. Danke. Man hat mir gesagt, dass ich Sie hier oben treffe. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Aber ich bitte Sie, Sie stören mich nie. Sie haben mir doch angeboten, dass ich mit jedem, wirklich jedem Problem zu Ihnen kommen könnte. Das gilt selbstverständlich, nach wie vor, bitte. Schön. Ich werde mich kurz fassen, um Ihre Geduld nicht übermäßig zu strapazieren, aber ich brauche den Rat einer erfahrenen Frau. In solchen Dingen, da bin ich leider nicht sehr bewandert. Ich liebe meine Frau und möchte sie auf gar keinen Fall verlieren. Nun bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob mich meine Frau auch... noch liebt. Es sind Umstände eingetreten, die mich vermuten lassen, dass sie mich aus anderen Motiven geheiratet hat. Wegen des Geldes? Ja. Dann würde ich es herausfinden. Sagen Sie doch Ihrer Frau, dass Sie sich verspekuliert haben und jetzt statt auf dem Haufen Geld, auf dem Haufen Schulden sitzen und sie sich einschränken muss. Und das soll funktionieren? Ich denke, das funktioniert unter Garantie. Danke, Marlene. Nein, wenn er nicht mitkommen will nach Pompeji, dann bitteschön. Aber ich habe einfach keine Lust mehr, mich mit ihm rumzustreiten. Aber sauer bist du doch. Nein, ja, ich weiß nicht. Ich meine, das ist doch einfach alles nicht normal hier, ja? Ich meine, deine Frau hängt die ganze Zeit mit meinem Mann zusammen. Ja, und dein Mann mit meiner Frau. Ach komm, das ist nicht witzig, wirklich. Jeanette, zank doch nicht mit mir rum. Ich kann ganz bestimmt nichts. Was ist los? Dann können wir bitten. Schon in Ordnung, geht gleich. Ich kümmere mich schon. Ja, sie kümmert sich schon. Das ist nichts, das ist nur die Hitze, der Kreislauf. Morgen. Und? Einen besonderen Wunsch? Sonja würde gerne eine Runde Wasserski fahren. Momentan sind leider alle Boote raus. Deine beiden Töchter fahren übrigens gerade Wakeboards. Pots.
Jeanette? Oh nein! Du weißt doch, wie schrecklich ich auf Fotos aussehe. So was nennt man Schnappschuss. Ja, Schnappschuss, toll. Und? Niemals. Das ist viel zu tief. Dass Männer immer so feige sind. Oh, Schatz. Fängt so fängt. Boah. Schön. Wow. Komm, ich helf dir. So, warte mal. Zum Hafen geht's jetzt da runter. Meinst du, mir steht sowas? Vielleicht ein bisschen zu gewagt, oder? Sonja hat den gleichen. Ja, probier doch mal an. Ich weiß nicht. Ich glaube, Sonja bringt mich um. Quatsch. Ihre ist doch rot und wenn es dir gefällt, da muss ich jetzt durch. Ich war drüben im Café. Ja. Willst du meine ehrliche Meinung hören, Marlene? Nur zu. Ich muss mich ja nicht danach richten. Marlene, halt dich da raus. Alden, ich mach gleich die Durchsage. Wir sind für das Wohl der Passagiere zuständig. Ja, richtig. Dass Sie hier alle Annehmlichkeiten genießen können und dass es Ihnen an nichts fehlt, Marlene. Aber in Ihre Privatangelegenheiten haben wir uns keinesfalls einzumischen. Das ist doch keine Privatangelegenheit. Das ist kriminell, ist das. Ja, ich bin sofort da. Marlene, könnte es sein, dass dir dieser Karl von Hainburg ein kleines bisschen mehr am Herzen liegt als die anderen Passagiere? Ich will nur nicht, dass dieser nette Mann auf ganz gemeine Art und Weise betrogen wird. Immer die Anständigen werden beschissen. 4-mal war diese Person schon verheiratet. Alle stinkreich. Meinst du, die ist dann nur wieder mit einer Zahnbürste gegangen? Und jetzt probiert es gerade wieder. Du glaubst ja nicht im Ernst, Karl weiß nichts von Susans Vergangenheit. Und wenn er es jetzt erst durch die Zeitung erfahren hat? Marlene, Marlene, ich bleibe dabei. Es geht uns wirklich alles nichts an.
gestört? Entschuldigen Sie, Ihr Mann hat mich gebeten, nach Ihnen zu sehen. Ich komme allein zurecht, vielen Dank. Ich bin hier an Bord durch die Krankenschwester. Er sagte, Sie hätten Migräne. Allerdings, das Einzige, was dagegen hilft, ist Ruhe. Absolute Ruhe. Das weiß mein Gatte. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Wiederschauen. Und? Wie geht's unserer Patientin? Die hat keine Migräne, die hat einen Dachschaden. Der Mann kann einem leid tun. Er hätte sie ja nicht heiraten müssen. So, ich gehe jetzt. Sie wollen schon gehen, wo es gerade so gemütlich wird? Wollen kann gar keine Rede sein. Liebe Jeannette, aber meine Gattin, Sie verstehen. Oh, natürlich. Verstehen wir voll. Nein, sie leidet an heftiger Migräne. Vielleicht kommt das von dieser ungewohnten frischen Seeluft. Oh, Migräne, das kenne ich leider gut. Na, ich auch. Das kommt vom Stress. Wieso hast du dann Migräne? Entschuldigen Sie, wir wollten Sie nicht mit unseren Ehegeschichten langweilen. Nein, Sie langweilen mich gar nicht. Im Gegenteil, ich kann vielleicht von Ihnen was lernen. Meine Frau und ich, wir sind auf Hochzeitsreise. Oh. Flitterwochen auf See. Wie romantisch. Ja, irgendwann erwischt es auch den letzten Heiratsmuffel. Also angenehme Ruhe. Gute Nacht. Gute Nacht. Eine schöne Nacht. Ja, die hat alles noch vor sich. Was willst du denn damit sagen? Die Ehe und so. Also wenn man dich so reden hört, dann denkt man immer, Ehe sei für dich was ganz Furchtbares. Peter, ich finde unsere Ehe nicht furchtbar, wenn du das meinst. Aber? Hey, Kinder, kommt. Krisen gibt's doch überall. Und sie machen auch stark, oder? Aber manchmal will man vielleicht nicht stark sein. Endlich haben wir es mal geschafft und sie sind oben. Wart ihr eigentlich schon mal hier? Oh, Christian, ich hab dir das zu Hause erzählt, schon zweimal. Ach so, ja, richtig. Aber ich könnte jedes Mal wiederkommen. Peter fühlt sich am wohlsten zwischen alten Steinhaufen. Steinhaufen? Und das zum Forum Romanum, Frecher. Hier war Politik wirklich noch eine öffentliche Angelegenheit. Zum Beispiel da hinten, unter dem Triumphbogen. Da braucht man aber viel Fantasie, dass man sich das noch vorstellen kann. Ja, wir haben Lust. Papa. Schau mal, hier. Das ist der Venustempel. Jetzt trink nicht so viel von dem süßen Zeug, sonst kriegst du wieder Bauchweh. Ich krieg keinen Bauch. Ja, dann musst du wieder aufs Klo. Auch nicht. Komm, Franzi. Foto, Foto, kommen Sie. Wollen Sie ein Foto? Wisst ihr, wer das ist? Das ist ein Gladiator. Gladiator? Das kommt von Gladius, das ist lateinisch und heißt Schwert. Das ist ein echter Schwertkämpfer. Und wo haben Sie gekämpft? Na, hier im Kolosseum. Und warum? Pass mal auf, die römischen Herrscher haben... Sag mal, stört's dich, wenn Anna mitkommt? Wie kommst du denn darauf? Im Gegenteil. Christian stört im Moment alles, sogar seine eigenen Kinder. Ich habe einfach das Gefühl, dass er am liebsten alleine ist. Na, er hat ja auch ziemlich viel Stress. Du also, so wie wir im Moment zusammen sind, da braucht man überhaupt nicht verheiratet zu sein. Ach komm, das klingt aber ziemlich hart. Ja, ist doch wahr. Ich wollte doch bei ihm bleiben auf dem Schiff, weil er nicht laufen kann. Und er schickt mich weg. Vielleicht meint er's ja auch gut. Er will, dass du was an Land erlebst. Wieso nimmst du ihn jetzt eigentlich in Schutz? Tu ich doch gar nicht. Na toll, jetzt fangen wir auch noch an zu streiten. Ach, Quatsch. So. Ihr könnt dann los, wenn ihr wollt. Wir haben ja alles im Griff, oder? Ja, super. Dann bis nachher. Tschüss. Tschüss, Papi. Oh. Tschüss. Tja, dann wollen wir mal. Wohin? Mir ist hier ein bisschen zu viel Betrieb. Willst du damit wirklich an Land? Ja. Ich habe eine gute medizinische Betreuung dabei. Okay. Klaus? Hey, wir liegen vor Gozo. Ich dachte, du wärst schon auf dem Weg. Seit wann lässt du Sir Henry warten? Hier ist ein Fax für Karl von Heinborg. Persönlich und streng vertraulich. Könntest du es ihm bitte geben, wenn er wieder an Bord ist? Warum legst du es ihm nicht gleich in seine Kabine? Es ist für ihn persönlich. Und keinesfalls für seine Frau, richtig? Genau. Könnte es sein, dass ich meine Cruise-Direktorin bei einer klitzekleinen Indiskretion ertappt habe? Was heißt klein? Ich hab's gelesen, zweimal. Pfui. Die Schnepfe wird sich wundern. Grüße Henry von mir!
Mach ich. Also wurde Odysseus 7 Jahre lang gefangen gehalten? Von wem eigentlich? Was? Na, von wem er festgehalten wurde? Das musst du schon deinen Mann fragen. Eigentlich gemein von Peter. Schwatzt der Jeanette den gleichen Bikini auf. Für mich der Schönste, den Malta zu bieten hat. Ja. Na, meine Kleine? Hey, bitte auch schon. Wie fühlst du dich? Ja, voll super. Was denn sonst? Naja, außer alle Fingernägel gehen flöten, überall Muskelkater und geschwollene Knie vom Bäderschrubben. Du, ich hab mit Rostklopfen angefangen. Ach, das ist auch geil, was? Nee, aber ist schon okay, Papa. Ich hab's ja nicht anders gewollt. Genau. Aber du hängst gar nicht mehr am Handy. Mm-mm. Was ist denn mit deinem Musiker? Keine Ahnung. Ruft er nicht mehr täglich an? Keine stündlichen SMS? Nee, das ist aus. Vorbei, finito. Naja, und mein Handy hat eine neue Nummer. Na, dann ist der Kummer ja groß. Kummer? Quatsch, ich doch nicht. Naja, und wegen dem schon gar nicht. Stefanie, was soll denn das? Du sag mal. Ja? Bevor wir einchecken. Oh ja, da reicht die Zeit doch noch für einen Kaffee. Na klar. Komm, da drüben. 2 Coffee. And 1 Coca-Cola, please. Oh, das nervt aber. Entspann dich. Wir haben Urlaub. Nur weil ich Urlaub habe, muss mir so ein Krach noch lang nicht gefallen. Thank you. You're welcome. Hoffentlich Madam. Sind auf dem Schiff nicht so viele kleine Monster. Nicht alle Kinder sind Monster. Nein, aber nerven können sie trotzdem. Ja. Haben dich Anna und Franzi schon mal genervt? Gott! Oh. Mensch! Also. Oh. Excuse me. Excuse me, pardon. Excuse me, wie sehe ich denn jetzt aus? Wie eine Frau, die sich gerade Cola über den Rock gekippt hat. Da ist ja unser Hochzeitspaar. Na, habe ich zu viel versprochen? Die Königin der Meere. Ja, und wenn Flaute ist? Die Royal Clipper hat natürlich auch Motoren. Und sie wird deine Erwartungen übertreffen, das schwöre ich dir. Aufpassen! Sorry, ma'am. Hoffentlich ist das Personal an Bord nicht so blöd. Also, Marlene, dieser Kandidat ist ja nun leider schon fest vor Anker. Schade, aber der ist doch jetzt genau im richtigen Alter. Schon beeindruckend, diese Noblesse. Übrigens hatte ich schon die Gelegenheit, Karl von Hainburg kennen. Ihre Geduld nicht übermäßig zu strapazieren, aber ich brauche den Rat einer erfahrenen Frau. In solchen Dingen, da bin ich leider nicht sehr bewandert. Ich liebe meine Frau und möchte sie auf gar keinen Fall verlieren. Nun bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob mich meine Frau auch noch liebt. Es sind Umstände eingetreten, die mich vermuten lassen, dass sie mich aus anderen Motiven geheiratet hat. Wegen des Geldes? Ja. Dann würde ich es herausfinden. Sagen Sie doch Ihrer Frau, dass Sie sich verspekuliert haben. Und jetzt statt auf dem Haufen Geld, Entschuldigung, auf dem Haufen Schulden sitzen. Und sie sich einschränken muss. Und das soll funktionieren? Ich denke, das funktioniert unter Garantie. Danke, Marlene.
schön, aber ich habe einfach keine Lust mehr, mich mit ihm rumzustreiten. Aber sauer bist du doch. Nein, ja, ich weiß nicht. Ich meine, das ist doch einfach alles nicht normal hier, ja? Ich meine, deine Frau hängt die ganze Zeit mit meinem Mann zusammen. Ja, und dein Mann mit meiner Frau. Ach komm, das ist nicht witzig, wirklich. Jeanette, fang doch nicht mit mir rum. Ich kann ganz bestimmt nichts. Was ist los? Können wir helfen? Schon in Ordnung, geht gleich. Ich kümmere mich schon. Ja, sie kümmert sich schon. Ist nichts, ist nur die Hitze, der Kreislauf. Morgen. Morgen. Und? Einen besonderen Wunsch? Sonja würde gerne eine Runde Wasserski fahren. Momentan sind leider alle Boote raus. Deine beiden Töchter fahren übrigens gerade Wakeboards. Bis später, mein Schatz.
Fahren Sie zufällig nach Rom? Du bist Bologna. Bologna? Super, nehmen Sie mich mit. Avanti, Signore! Familie Kummerfeld? Bitteschön. Danke. Familie Rautenberg? Bitte? Danke. Und hier wohnen Anna und Franzi. So. Na, gefällt's euch? Ja, super. Falls ihr noch Fragen oder Wünsche habt, unsere Stewards stehen euch Tag und Nacht zur Verfügung. Ist doch richtig, oder? Ihr hattet doch nebeneinander liegende Kabinen gewollt. Ja, klar, wir kennen das nicht anders. Wir wohnen zusammen in einem Doppelhaus. Sonja und Peter rechts und wir beide links. Ja, dann auf gute Nachbarschaft. Keine Sorge, wir haben uns noch nie gestritten. Glaubt zwar keiner, ist aber wirklich so. Wir kommen sogar mit einem Rasenmäher aus. Gleich ist es soweit. Wir laufen aus zusammen. Komm mit an Deck. Ich krieg Kopf für so eine Migräne. Was denn? Soll ich Professor Habranek anrufen? Karl, ich hab dir doch gesagt, dass... Ja, ich weiß. Bei Migräne hilft gar nichts. Schon gar kein Arzt. Nur Ruhe. Ja, genau. Ruhe. Aber ich kann dich nicht zu leiden sehen. Karl, ich leg mich jetzt hin. Ja. Wenn du wiederkommst, ist alles besser. Ja, das ist gut. Schön. Ja, also, schön. Gute Besserung, gell? Alle Passagiere an Bord? Alle Passagiere an Bord. Schiff klar zum Auslaufen? Schiff klar zum Auslaufen, Captain. Pünktlich auf die Minute. Alle Leinen los. Die Kurse ziehen wieder an. Habe ich von Anfang an gewusst. An der Börse brauchst du einfach einen langen Atem. Sag mal, kannst du eigentlich auch mal abschalten? Das kann ich mir nicht leisten, Peter. Du hast leicht reden, du bist Lehrer. Du kriegst regelmäßig dein Gehalt aufs Konto. Ich muss um jeden Cent kämpfen. Ja. Hast ein schweres Schicksal. Ja, okay, hast recht. Schluss damit. Aber nur für heute. Erst gibt Streit und danach ist die Versöhnung umso schöner. Ich kann es mir glauben, ich weiß das aus Erfahrung. Marlene, warum sind Männer so... so... egoistisch, unzuverlässig, rechthaberisch, unsensibel, eben richtige Kotzbrocken? Manchmal jedenfalls. Immer. Was hat er denn so Schlimmes getan, dein Musiker? Musik. In seinem Club die ganze Nacht. Er hat mich dabei völlig vergessen. Wir konnten uns noch nicht mal voneinander verabschieden, bevor ich aufs Schiff musste. Das ist bitter. Da denkt man ist dem anderen nichts wert. Dabei liebe ich ihn doch. Dann gibt's nur eine Möglichkeit. Ruf ihn an. Niemals. Der Captain's Table wartet auf Sie. Oh, welche Ehre. Entschuldigen Sie, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht trivial, aber wir sind uns schon einmal begegnet. Ich bin mir ganz sicher, ich weiß nur nicht mehr genau, wo. In Wien, im Grand Hotel. Ich habe dort als PR-Managerin gearbeitet. Wusste ich's doch. Ich vergesse nie das Gesicht einer schönen Frau. Tja, was das Dinner betrifft, so fürchte ich, müssen Sie für meine Frau einspringen. Gern. Und Ihre Frau, will Sie wirklich nicht begleiten? Nein, sie leidet an furchtbarer Migräne. Soll ich im nächsten Hafen einen Arzt an Bord kommen lassen? Wir haben auch eine examinierte Krankenschwester hier. Die könnte sofort nach Ihrer Frau sehen. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Hier, ja. Guten Abend. Ja, das ist ja nett. Guten Abend. Das ist Karl von Heinburg. Guten Abend. Schön, dass Sie
gekommen sind. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, natürlich. Selbstredend. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Bitte sehr. Wo bleiben denn die Kinder? Die wollen sich noch umziehen. Guten Abend. Guten Abend. Danke. Für Sie? Ja. Entschuldigung, aber das habe ich nicht bestellt. Danke. Wieso? Du nimmst doch meistens Hühnchen. Frag mich doch das nächste Mal, was ich essen möchte. Hm? Einen Moment bitte. Ja, bitte? Meine Frau hat sich anders entschieden. Bringen Sie ihr vielleicht noch mal vielleicht die Karte. Nein, schon in Ordnung. Ich esse das. Also, dann auf einen schönen Urlaub. Hey, Kinder, in die Augen schauen. Das gibt 7 Jahre schlechten Sex. Ja, dann blieb